Welche Art von Kundenkontakten gibt es? Nun, man unterscheidet zwei Arten. Einmal direkte und indirekte Kundenkontakte. Ein direkter Kundenkontakt ist ein Gespräch und ein indirekter Kundenkontakt ist eine E-Mail oder ein Brief. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.